Ja, moin, hier ist Dr. Duma wieder. So, es gibt wieder was Neues, Software-Update beim Tesla, die erste 2023er Version. Und da gibt es doch so ein paar Sachen, die gar nicht da beschrieben sind. Und deswegen gibt es hier wieder mal ein kurzes Video von mir, um euch das näher zu bringen, falls ihr das dann nicht so auf Anhieb findet, ne? Da geht es ja mal drum. Tipps und Tricks hier von meiner Seite. Also, los geht's. So, das letzte Update 2023.205 hatte doch ein bisschen mehr Inhalt, als zuerst angezeigt wurde. Da war ein 2240 mit der neuen Sprachunterstützung dabei. Dann Geschwindigkeitsassistent, das heißt, die Schilder werden nun erkannt durch die Fahrzeugkamera. Ja, dadurch wird die Genauigkeit der Geschwindigkeitsbegrenzungsdaten hier auf Autobahnen und Landstraßen verbessert. Es wird aber nach wie vor kein Stadt-Innerortsschild erkannt, ne? Also da kommen wir nachher nochmal zu. Dann haben wir automatische Lenkradheizung. Das ist auch eine klasse Sache, ne? Das heißt, die wird automatisch und da hat zwei Stufen. Das zeige ich euch gleich auch noch. Und den pulsierenden Wächtermodus, das hatte ich mal vorhin versucht, tagsüber einzufangen. Da ist oben das Tagfahrlicht ganz, ganz leicht an. Also das ist wirklich nicht stark. Wenn es so hell ist, man sieht das kaum. Im Dunkeln sieht man es, aber hier jetzt eigentlich nicht. Ja, wir fangen gleich mal mit dem Wächtermodus an. Den aktivieren wir mal hier über die App. Und das ist ja auch das schon relativ schon etwas länger vorhandene Feature hier mit den Kameras. Das heißt, ich kann ja auf der App alles mir anschauen, das ist eine feine Sache. Und seit neuestem ist jetzt halt die Innenkamera auch mit dabei. Und da habe ich mal den Homer hier auf den Fahrersitz gesetzt, damit er mal sieht, was man da so im Innenraum erblicken kann. Auch das Display ist entsprechend hier an. So, und jetzt schaut man tagsüber. Das leichte Dimmen des Tagfahrlichtes, das erkennt man kaum. Also wenn es dunkel ist, sieht man das sicherlich, aber ihr seht das, es ist minimal zu sehen, wenn man halt dort in den Bereich kommt. Jetzt nochmal, ja, das ist zu vernachlässigen, ne? Das ist kaum auffällig tagsüber. So, was sehen wir denn jetzt hier? Wir sehen hier neue Symbole mit zwei Heizstufen, drei Heizstufen werden angezeigt. Auto. Und hier geht auch Auto auf der Lenkradheizung. Und ihr könnt hier auch selber die Stufen einstellen. Eins, zwei, wie ihr wollt. Und hier natürlich auch nach wie vor, ne? So, und das Ganze geht natürlich hier auch. Das heißt, wenn man das jetzt hier schaut, ich kann hier das einfach auf Auto stellen, wie auch hier. Und dann brauche ich mich da gar nicht drum kümmern. Also das finde ich eine tolle Sache, gerade mit der Lenkradheizung. Dann ist es einfach automatisch immer an, ne? Also, wunderbare Verbesserung. So, eine ganz neue Sache ist, geht mal unter Service und da könnt ihr gucken, Kamera Vorschau. Und da wird die interne Kamera eingeblendet. Ja, da seht ihr mich. Hey, hallo, moin. Und mal gucken, ob ich das hier kleiner machen kann. Das Fenster kann ich leider nicht kleiner machen. So, und ihr seht schon Homer hier, ja, da auf dem Rücksitz. Und das funktioniert auch, wenn man auf D geht. Ich bin jetzt hier noch im Parkmodus. Ich gehe mal hier eben auf D. So, und ihr seht, ihr könnt fahren mit der Kamera rückwärts an. Das heißt, wenn ich Kinder habe, ja, das ist ein großes Thema bei Familien, die Kleinkinder hinten sitzen haben, die drehen sich oft um. Gerade die Mütter, ja, die Väter würde ich behaupten nicht so. So war es bei mir jedenfalls. Aber die Mütter drehen sich oft um und fummeln hier mal eben so hinten und machen dann auch so. Ich meine, der Tesla bremst, wenn vorne irgendein Problem ist. Das macht er nicht. Aber das ist eine gute Sache. Ich kann mal eben die Kinder immer im Auge behalten. Dann, ich würde mir wünschen, das würde kleiner. Ja, das heißt, hier ein bisschen kleiner machen, das ganze Bild, dass man das nur so im kleineren Bereich sieht. Dann kann man hier noch die Navigation aktiv halten. Das fände ich ein bisschen besser, aber vielleicht kommt das noch. Und ihr seht hier mein ganzes Kamerageraffel, mit dem ich immer so filme, ne? Also tolle Sache. Müsste er eigentlich gleich auf 70 gehen. So, jetzt geht er auf 70. Geht nicht? Der Baum bleibt ja jetzt auf 56, 70.
So, gleich kommt das Ortsschild. Da schauen wir mal, ob er das erkennt. Also ich glaube nicht, weil er springt nicht sofort quasi um auf 50, sondern kurz danach erst. Und das wird wohl am Kartenmaterial dann liegen. Jetzt springt er erst auf 50. Und dann habe ich den Autopiloten wieder rausgenommen. Ja, ich wollte die Einstellung nochmal prüfen, weil ich bin auf einer 50er Strecke gefahren und da hat er gemeint, es ist nur 30, trotz 50er Schilder. Also das hat er auch nicht erkannt. Also ich spare euch hier die ganzen Videos. Also ich sage euch mal so, vielleicht wenn überhaupt 50% hat er erkannt. Einstellungen waren aber okay. So, jetzt geht's wieder los und jetzt prüfen wir mal wieder die Landstraße. Jetzt fährt er hier mit 70, ist aber schon längst aufgehoben. Jetzt hat er 100, aber nicht über die Schilder erkannt. Er wird aber nicht schneller. Warum wird er nicht schneller? Verstehe ich nicht. So, jetzt kommt gleich 70 und dann gucken wir mal, ob er jetzt gleich anhält hier. Weil er dann beschleunigt noch, erkennt 70, 70, erkennt nichts. Er erkennt nichts. Warum erkennt er nichts? Ich habe hier nochmal den Snapshot gezogen. Schaut mal, Schild 70 und 70. Das habe ich während der Autofahrt nicht wirklich gesehen. Also wie gesagt, manchmal passt es dann wohl doch, aber er verzögert viel zu spät, ja. Er bremste danach nicht wirklich zügig runter. So, aufgehoben. Er fährt aber nicht. Na, jetzt hat er erst 100. Er hat das Schild nicht erkannt, Leute. Das ist ja völlig blöd. So hat er das Schild nicht erkannt. So, jetzt habe ich Gas wieder weg. Ja, er lenkt ja gut hier. Gleich kommt 70. Mal gucken, ob er das 70er erkennt. Oh, jetzt bin ich auch noch mal hier. Ja, alles klar. So, jetzt kommt 70. Achtung, schauen wir mal. 103 und durchgefallen. Alter. Jetzt bremst er aber ab wegen dem Navi und nicht wegen dem Schild. Also irgendwie bei mir klappt das nicht, Leute. Da muss wohl noch mal ein bisschen was verbessert werden. Ja, ich habe meinen Originalton extra drin gelassen. Im Nachgang, schaut mal, jetzt ist er bei kurz vorm 70er Schild hat noch 100 und jetzt beim 70er Schild auf 70. Ganz exakt. Aber er bremst einfach zu spät runter. Ja? Also viel zu spät, er müsste das eher erkennen. Ja, immer wieder ein paar neue Ideen. Also ganz kurz, knapp war das Video ja hier. Nur mal ein bisschen zur Info, was noch so sich dahinter versteckt hat, was man so nicht unbedingt gesehen hat in der Beschreibung. Das wird ja oft dann auch mal gerne weggelassen und nicht jedes Detail aufgeführt. Ja, bei mir mit der Schildererkennung, also bei mir raffte das irgendwie nicht. Ne? Also da, wo ich dachte, so jetzt hat er es, nee, da fuhr er durch und hat das Schild nicht erkannt. Und das war jetzt so vielleicht 50-50. Teilweise dachte ich, okay, er hat es erkannt. Aber ich bin da jetzt momentan noch nicht so von überzeugt. Schauen wir mal, was das Update dann oder was die nächsten Updates dann bringen. Schreibt mal gerne eure Erfahrung jetzt unten rein. Also ich bin auf die Autobahn jetzt nicht mehr gefahren, weil ich dachte mir, wenn es auf der Landstraße schon nicht klappt und ich auf der Autobahn schneller fahre und dann auch im Baustellenbereich vielleicht komme, dann wird das schwierig. Ne? Insofern ja, schauen wir mal, was die nächsten Updates bringen. Also bis zum nächsten Mal.